der Anfang dieser düsteren Geschichte. Der Inselhof im Schlaz, der Ort, an dem man eines der beiden Kinder letztmals lebend sah. Ein Geviert aus abgetretenem Rasen, eingefasst von Plattenbauten und mittendrin ein Holznashorn. Ein Spielplatz, auf dem kein Kind mehr spielt seit Juli letzten Jahres. Ein Ort, um den man jetzt einen Bogen macht im Schlaz. Auch Gabi Franz will sich mit uns lieber 100-200 Meter weiter treffen, am Bürgerhaus, dort, wo sie damals die Suche nach einem verschwundenen kleinen Jungen koordinierte. Auch an diesem Ort hängen für sie viele bittere Erinnerungen. Doch nicht nur. Also an diesem Ort sind ganz viele Dinge auch mit mir, nicht nur mit mir passiert, sondern mit vielen anderen auch. Also das wird immer der Ort sein. Wir sind ja seinerzeit mal losgegangen, um einen kleinen Jungen zu finden. Mit leider nicht dem Erfolg, den wir uns alle erhofft haben. Aber ich habe hier, so merkwürdig wie es klingt, ich habe hier viele Leute befreit lachen gesehen. Ich habe viele Leute weinen gesehen, verzweifeln, müde. Und trotzdem den Mut zu haben, wieder loszugehen und zu sagen, ich. Der Tag, der vieles hier verändern wird, ist Mittwoch, der 8. Juli 2015. Ein milder Sommertag. Es ist gegen 17 Uhr. Der 6-jährige Elias geht wie so oft in den Hof zum Spielen. Dort, wo die Polizei Wochen später seine kleine gelbe Schaufel finden wird. Das Kind ist in Sichtweite des Küchenfensters. Immer wieder wirft seine Mutter einen Blick. Doch als sie ihn zum Essen holen will, ist dann nur noch das Nashorn. Wir haben ihn dann, also ich habe ihn erstmal gesucht. Ich dachte, vielleicht war er noch hinter dem Busch oder so. Dann bin ich mit meinem Freund los, gucken, ob er vielleicht wirklich nur in der Umgebung ist, auf einem anderen Spielplatz. Und als wir gemerkt haben, wir finden ihn nicht, wir haben gleich unsere ganzen Freunde mobilisiert und die Polizei gerufen. Die Polizei reagiert sofort. Noch am Abend durchkämmen Dutzende Beamte die Gegend. Auf der nahen Nute sind Schlauchboote im Einsatz. Bald kreist erstmals ein Helikopter überm Schlaz. Wo kann das Kind nur sein? Die Polizei hält sich alles offen. Also die Hintergründe des Verschwindens sind natürlich momentan völlig unklar. Das heißt, wir können gar nichts ausschließen. Das Kind kann sich verlaufen haben, es kann sich um einen Unglücksfall handeln. Wir können aber auch nicht ausschließen, dass der Junge Opfer einer Straftat geworden ist. Gleichzeitig verbreitet sich die Nachricht rasant in den sozialen Netzwerken. Schon einen Tag nach dem Verschwinden des 6-Jährigen teilen 5000 Menschen den Facebook-Eintrag zu Elias. Hunderte freiwillige Helfer werden sich in den nächsten Tagen an der Suche nach dem Jungen beteiligen. Der Kleine wird vermisst seit gestern, 17 Uhr. Er ist hier vom Schlaf. Wir haben das hat meine Frau das im Netz gelesen und wir haben selber ein Kind und das geht uns total nah. Ja, nun wollen wir ein bisschen helfen. Wir hoffen, dass wir das Kind finden. Eine lange Nacht und einen langen Tag ist Elias jetzt wie vom Erdboden verschluckt. Und auch am Tag danach findet sich keine Spur. Die Verzweiflung wächst bei seiner Mutter, dennoch bleibt sie gefasst. Das kann ich mir gut vorstellen, dass er sich verlaufen hat. Wir kommen ursprünglich aus Berlin, deswegen kennt er sich hier nicht gut aus. Allerdings weiß er eigentlich auch, wenn er sich nur verlaufen hat, dass er in einen Laden gehen kann, da sagen kann, er möchte seine Mutter anrufen, er kennt meine Telefonnummer. Also wenn er irgendwie an ein Handy kommt oder an ein Telefon, würde er definitiv wissen, wie er mich zu kontaktieren hat. Oder auch die Polizei, da kennt er auch die Rufnummer. Das Kind aber ruft nicht an. Stattdessen melden sich immer mehr, die ihre Hilfe anbieten. Aus der ganzen Republik kommen sie nach Potsdam, in den Schlaz. Das sind alles Spenden von Firmen, Privatleuten, Muttis, alles, also alle, die irgendwie helfen konnten, haben irgendwas vorbeigebracht. Und es ist eine Menge zusammengekommen, alles halt nur für die Leute, die Elias suchen gehen. So, wir wollen jetzt die nächsten Suchgruppen zusammenstellen, also alle, die mitsuchen wollen, mal bitte hierher kommen. Von den vielen freiwilligen Helfern, die in diesen Tagen hier jeden Stein umdrehen, kennt kaum einer Elias oder seine Mutter persönlich. Und doch steckt die verzweifelte Suche nach dem kleinen Jungen an. Gabi Franz ist vom ersten Tag an mit dabei. Sie erinnert sich. Und dass viele kamen, Sachen abgegeben haben, die uns geholfen haben. Was braucht ihr?
die sagen, ich habe keine Zeit, mit Tränen in den Augen, aber mein Sohn ist genauso alt. Oder ich habe einen Enkel. Wir hatten, was mich sehr beeindruckt hat, Rollstuhlfahrer dabei. Die konnten nicht viel, aber die haben gesagt, wir wollen wenigstens mit suchen. Wir wollen was tun. Dass sich das Kind einfach verlaufen hat, glaubt am Tag 4 nach Elias Verschwinden keiner mehr. Die Polizei sucht nun vor allem im Wasser, in der nahen Nute. Wir gehen davon aus, dass sich der Junge immer noch in einer hilflosen Lage befindet, aber zum Gesundheitszustand wagen wir auch keine Prognosen. Alle Blätter, wirklich alles, was auffällig ist. Wenn ihr denkt, das ist ein Hinweis, dann bitte stoppen. Jeder Winkel zwischen den Potsdamer Plattenbauten ist mittlerweile abgegangen. An beinahe jeder Ecke ein Foto von dem Kind. Es ist Tag 5 der Suche und den Helfern rennt die Zeit davon. Jeder Tag, der ins Land geht, sag ich immer, ist ein verlorener Tag. Aber man steht nach einer Stunde Schlaf dann doch wieder irgendwie auf, rappelt sich hoch und sagt, Junge, egal wie er ihn findet oder wie wir ihn finden, wir müssen ihn aber finden. Kann das hier noch ein gutes Ende nehmen? Was ist noch realistisch? Die Tatkraft und die Euphorie im Schlaz lässt langsam nach und die Hoffnung schwindet. Auch Gabi Franz erlebt die Tage damals zwischen Zweckoptimismus und Verzweiflung. Solange nichts klar war oder solange nichts klar ist, sag ich mal, bleibt immer ein Stück Hoffnung. Das heißt nicht, dass ich unrealistisch bin. Ich habe irgendwann mal in einer dunklen Nacht hier gesessen und mich mit jemandem vom Fach unterhalten. Natürlich bricht man dann auf eine Frage, die man eigentlich nicht stellen möchte, aber die auch mal gestellt werden muss, eine Antwort, wo man schluckt und einem die Tränen in die Augen kommen. Weil es, auch das kann passieren, dass er, ich meine, das ist nun mal ein kleiner Junge, 6 Jahre, ein kleiner, schmaler Junge und wir hatten teilweise Temperaturen von 30 Grad. Da hat man einen kurzen Horrorszenario im Kopf. Viele haben gleich mal dieses Horrorszenario mit abends in ihr Bett genommen. Und da fängt es dann an, dass man wirklich die Hoffnung verliert und sagt, es hat alles keinen Sinn mehr. Und trotzdem sind die Leute hergekommen, haben gesagt, ich suche nochmal und nochmal und wir gehen nochmal los. Die Polizei ist jetzt mit schwerem Gerät im Einsatz. Den Schlamm der Nute hebt ein Bagger aus. Später wird der Fluss sogar künstlich abgesenkt. Wieder Hunde, Taucher, Hundertschaften. Fündig aber wird man nur im Sandkasten im Inselhof. Gleich neben dem Holznashorn. Wir haben die Schippe gefunden, mit der Elias dort gebuddelt haben soll, aber nichts weiteres, was uns auf seinen Aufenthaltsort oder auf sein Verschwinden hinweisen kann. In der Nähe bauen die Ermittler eine mobile Wache auf. Kein Hinweis soll unbeachtet bleiben. Die Polizei setzt nun Leichenspürhunde ein, auch auf der Nute. Das sind Personenspürhunde, die auf menschliches Gewebe trainiert sind und das riechen diese Hunde auch unter Wasser. Die freiwilligen Helfer, abgekämpft und mürbe. Ein Flugblatt sorgt für Streit. Dort wird dazu aufgerufen, bei Hinweisen erst die Helfer, dann die Polizei zu kontaktieren. Dazu kommt der Frust, die anhaltende Erfolglosigkeit. Ich erlebe es so, dass die Helfer und erst recht die das Team auch hiermit koordinieren, nach wie vor sehr engagiert sind, aber natürlich die Angst jetzt mehr und mehr mitläuft, weil es ja nicht mehr auszuschließen ist, dass es sich um einen schweren Unfall oder sogar eine Straftat handelt. Der 18. Juli 2015, Tag 10 nach Elias Verschwinden. Die freiwilligen Helfer geben auf. Mit einer letzten Aktion lassen sie noch einmal bunte Luftballons steigen in den Himmel über Potsdam. Das haben wir gemeinschaftlich darüber abgestimmt, dass wir gesagt haben, wir haben alles getan, was man tun kann. Hier sind unsere Mittel einfach auch erschöpft. Wenig später bricht auch die Polizei ihre Zelte ab im Schlaz. Die mobile Wache wird demontiert. Über 800 Hinweise auf Elias sind mittlerweile eingegangen, doch nicht eine Spur.
Wir gehen derzeit nicht mehr davon aus, dass Elias von zu Hause weggelaufen ist. Wir gehen auch nicht mehr davon aus, dass er hier am Ort verunfallt ist, weil die Suche eben nichts erbracht hat. Und wir konzentrieren uns jetzt vorrangig auch mit darauf, zu prüfen, ob hier möglicherweise eine Straftat vorliegt. Die Arbeit der Ermittler geht nun im Polizeipräsidium weiter. Eine 60-köpfige Sonderkommission geht jedem Hinweis nach. Im Visier hat die Polizei nun auch aktenkundige Pädophile. Wir haben also eine Vielzahl von entsprechend, ich sag mal, einschlägig vorbelasteten Personen aufgesucht. Wir haben die befragt. Wir sind zum Teil auch mit dem Einverständnis dieser Person in ihrer Wohnung gewesen. Diese Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen, die ist weitestgehend abgeschlossen. Aber das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, den wir hiermit berücksichtigt haben. Der Juli geht zu Ende. Dann im August beginnt für die Kinder im Schlaz das neue Schuljahr. Elias Platz bleibt leer. Die Zettel mit der Vermisstenmeldung werden langsam blass. Und doch ist Elias nicht vergessen. Mehr noch, sein Verschwinden hat die Gegend hier verändert. Gerade mein Enkel war eng befreundet mit dem Elias und von daher natürlich sehr ängstlich und traurig. Also ich bespreche es immer wieder mit meinem Kind auch zu Hause, dass sie auch mir nicht wegrennt oder so oder sich versteckt und ich sie dann suche, weil es bleibt einfach mal immer, weil die Fotos auch überall noch hängen, also er ist noch präsent. Meine Kinder, wenn ich Kindergarten bringe, immer sagen, Papa, Elias, haben sie gefunden oder noch nicht? Wie soll ich sie noch nicht gefunden? Ja, ist das für die Gefühlste? Es ist Herbst geworden, auch auf dem Spielplatz rund um das Holznashorn im Inselhof. Kaum einer glaubt noch, dass der Junge, der hier im Juli spielte, wiederkommt. Elias' Mutter ist inzwischen ausgezogen. Nur weg von dem Ort, an dem vor Monaten ihr Kind verschwand. September 2015. Seit Wochen kommen täglich hunderte Flüchtlinge in Berlin an. Für die offizielle Registrierung müssen sie zum Landesamt für Gesundheit und Soziales, kurz LAGESO. Doch das Amt ist mit den vielen Menschen völlig überfordert. Es herrschen chaotische Zustände. Die Eltern kommen her und haben überhaupt gar keinen Überblick mehr, weil die stehen an und mit der Hoffnung, ihre Nummer wird aufgerufen und dadurch verlieren sie ihre Kinder aus den Augen. Und dann kommen die Kinder mal weg. Es passiert öfters. Silvio S. wird später sagen, dass er Spielzeug für die Kinder abgeben wollte. Mohammed sei ihm nachgelaufen. Die Familie des Vierjährigen stammt aus Bosnien und lebt seit einem Jahr in einem Flüchtlingsheim. Auch sie ist am 1. Oktober am LAGESO. Die Duldung läuft ab. Die Mutter hat einen Termin. Auf dem Hof verliert sie ihren Sohn aus den Augen. Die Polizei sucht den vierjährigen Mohammed Janusi. Der Junge wird seit gestern vermisst. Mohammed ist 1 Meter groß und hat kurze dunkle Haare. Er trägt eine blaue Jeans, weiße Schuhe und einen roten Pullover. Außerdem hat er eine dunkelgrüne Tasche dabei. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Mit Hundertschaften durchsucht die Polizei die Gegend. Ein Zeuge will den Jungen in einem nahegelegenen Park gesehen haben. Der Mann hat gesagt, er sei im Rollstuhl unterwegs gewesen und der Junge sei auf ihn zugegangen und hätte sich für den Rollstuhl interessiert, hätte aber nicht mit ihm gesprochen. Er war also nah dran an dem Jungen. Mohammed bleibt verschwunden. Die Ermittler finden keine Spur, keinen Ansatzpunkt. Tatorte wie das LAGESO stehen in keinem Lehrbuch. Das wissen erfahrene Kriminalisten. Man versucht natürlich immer, die Spur des Opfers auch zu verfolgen. Man setzt auf verschiedenen Ebenen an. Aber so ein Ort, wo viele Personen sich aufhalten, wo eigentlich keine Ansatzpunkte sind, auch selbst mit Spüren und dergleichen, wird es extrem schwierig, da überhaupt mal die Spur aufzunehmen. Das heißt, wir haben keine Punkte außer der Eltern. Wir haben auch keine Bezugspunkte zu anderen Personen. Und so geraten auch die Mutter und ihr Lebensgefährte immer wieder in den Fokus.
obwohl die Polizei die Familie schon früh als Tatverdächtige ausschließt. Gerüchte machen die Runde. Von einer Täuschung zur Durchsetzung ihres Asylantrags, von Streitigkeiten zwischen Roma-Familien, von einer Entführung durch den Vater, dabei ist der seit Jahren tot. Noch gibt es nichts, nicht einmal eine Idee, was passiert sein könnte. Bis Mohammed auf den Bildern einer Überwachungskamera gefunden wird. Es ist der Moment der Gewissheit. Mohammed hat sich nicht verlaufen. Mohammed wurde von einem Mann einfach mitgenommen, entführt. Hier in der Eisdiele war er oft mit seiner Mutter und den Geschwistern. Ich hoffe, dass der Kleine noch lebt. Ich wünsche mir, dass der Kleine noch mal sehen. Das ist mein Herz. Also ich bin Mutter, ich habe einen Sohn und darum ich hoffe, dass er noch mal Glück hat. Der Durchbruch bleibt aus. Zu schlecht ist die Bildqualität. Niemand kennt den Mann. Doch viele wollen ihn am Lage so gesehen haben. Immer wieder überprüft die Polizei die Gegend, bittet Fotografen und Fernsehredaktionen um Bilder. Mehrere tausend Stunden Material werden die fünf Videoermittler auf der Suche nach dem Mann mit dem hellen Pullover am Ende gesehen haben. Die Sonderkommission prüft Verbindungen zu anderen verschwundenen Kindern, auch zu Elias, und verwirft die Möglichkeit. Aus Tagen werden Wochen. Für die Mutter unerträglich. Vor die Kamera geht sie bis heute nicht. Aber ihr Anwalt spricht für sie. Also sie sagt, dass es eine sehr, sehr schwierige Lage ist. Also einerseits hofft man macht aktiv mit. Andererseits ist es so, dass mit jedem Tag, das sagt einem ja auch jeder, der mit solchen Verfahren zu tun hat, dass mit jedem Tag, der vergeht, eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass die verschwundene Person wieder zurückkehrt, geringer wird. Die Ermittlungen drehen sich im Kreis. Ausgehend vom Lageso arbeiten sich die Ermittler langsam vor, versuchen den Weg, den der Mann im hellen Pullover mit Mohammed gegangen sein könnte, irgendwie nachzuvollziehen. Das ist sozusagen das Schreckensszenario eines jeden Ermittlers, mit solch einem Fall betraut zu werden, wo man sagt, man hat eigentlich gar keine Ansatzpunkte, die Spur zu verfolgen, unter Umständen noch in der Hoffnung, dass das Kind noch zu retten ist. Und das ist schon ein Stück weit in einer Verzweiflung. Mehr als 3 Wochen ist der Junge inzwischen verschwunden. Es ist Ende Oktober und endlich gibt es eine Spur. Ein Video aufgenommen vor einer Kneipe, knapp 1 Stunde vor der Entführung. Ganz entspannt schlendert der Mann durch Moabit. Diese Bilder sind deutlich schärfer. Das sind Bilder, die so gut sind, denken wir, dass wer diesen Mann kennt, der wird ihn auch wiedererkennen. Und da hoffen wir, dass jetzt Hinweise kommen, die zur Identifizierung des Mannes führen. 2 Tage nach der Veröffentlichung der neuen Bilder bekommen die Ermittler endlich einen Namen. Von der Mutter des Mannes. Es ist der 29. Oktober. Mohammed ist zu diesem Zeitpunkt längst tot. Kaltenborn in der Nähe von Jüterbog endet die Suche nach dem Entführer und nach Mohammed. Die Mutter von Silvio S. hat die Polizei gerufen. Sie hat ihren Sohn auf dem Fahndungsfotos erkannt. Was macht der Silvio da in der Zeitung, habe sie sich gewundert, wird sie später in einem Interview sagen. Doch der schweigt und sie hofft auf einen Irrtum und fährt zur Arbeit. Doch die Zweifel nagen, lassen sie nicht schlafen. Am nächsten Morgen konfrontiert sie ihn erneut. Diesmal bekommt sie eine Antwort. Als die Polizisten eintreffen, ist Silvio S. nicht zu Hause. Er sei Beweise holen. Bei seiner Rückkehr wird er festgenommen. In seinem Auto finden die Beamten eine Kinderleiche, von der Silvio S. sagt, dass es Mohammed ist. Endgültige Gewissheit kann erst die Obduktion bringen. Die Leiche befand sich im Kofferraum des Fahrzeugs und dort in einer größeren Wanne, die mit Katzenstreu gefüllt war, sodass man den Leichnam also nicht vollständig sehen konnte, sondern nur ein Teil der Leiche zu sehen war, was insofern auch zum jetzigen Zeitpunkt noch gar keine Äußerung dazu zulässt, in welchem Zustand sich die Leiche befunden hat.
Gerade einmal 83 Einwohner zählt Kaltenborn. Ein ruhiger Ort. Ein Ort, in dem jeder jeden kennt. Jetzt soll einer von ihnen ein Kindermörder sein. Das ist unfassbar, man würde nie damit rechnen. Deswegen auch mit diesen Phantombildern, sag ich mal, man hat doch nicht so drauf geachtet. Man hat zwar gesehen, aber man hat es jetzt nicht mit dieser Person assoziiert. Sonst war er immer ruhig, nett. Der ist nie auf der Straße gegangen oder irgendwas. Wenn er arbeiten war, der ist früh gekommen. Dann ist er hin und dann hat man ja nicht mehr gesehen, bis er wieder zur Schicht gefahren ist. Also der ist eigentlich ein bisschen Einzelgänger mehr. In Ordnung. Grüßt höflich. Man sieht es ja nicht so oft. Ist auch meistens arbeiten. Also kein Problem mit dem Menschen gehabt. Netter, junger Mann. Wirklich Kontakt hatte Silvio S. nicht. Hatte er nie. Schon in der Schule gab es Probleme. Ein Einzelgänger. Ist jemand, der im Prinzip ziemlich isoliert war, so ein bisschen sein eigenes Leben dahergelebt hat. Der hatte zwar mit seinen Eltern gewohnt, auch im gleichen Haus, trotzdem war das ein von sich im Ergebnis unabhängiges Leben. Er hat oben gewohnt, in dieser Wohnung, die Eltern unten und haben sich auch manchmal ein paar Tage lang nicht mehr gesehen. Nur so ist wohl zu verstehen, dass Silvio S. mit Mohammed nach Kaltenborn fährt, ins Haus seiner Eltern. Im Verhör gesteht er den Ermittlern, was er dem kleinen Jungen angetan hat, wie er ihn gefesselt und betäubt hat. In seiner Wohnung missbraucht er ihn, würgt ihn und stranguliert ihn mit einem Gürtel. Nach seinen eigenen Angaben hat er das Kind deshalb getötet, weil, nachdem er es mit nach Hause genommen hatte und es dort auch im Verlauf des Aufenthalts in seiner Wohnung zu sexuellen Handlungen gekommen ist, das Kind dann im Verlauf des 2. Oktober angefangen habe zu quengeln, wie er es beschrieben hat, und er Angst gehabt habe, dass das Kind auch anfängt zu schreien. Er selber hat sich auch dahingehend eingelassen, dass der am Abend des 2.10. für ihn beginnende Nachtdienst bei dieser Entscheidung eine Rolle gespielt habe. Mohammeds Leiche versteckt er auf dem Dachboden in einer Wanne und kauft Katzenstreu, um den Geruch zu überdecken. In seiner Wohnung finden die Ermittler Kinderkleidung, Spielzeug, Filmaufnahmen. Eine Verbindung nach Berlin ergibt sich nicht. Er hat tatsächlich keine Meldeanschrift in Berlin, er hat tatsächlich kein Fahrzeug, was in Berlin angemeldet wäre. Wir haben nach jetzigem Stand, aber natürlich noch ganz am Anfang der Ermittlungen, keinerlei Anhalte, die einen echten Aufenthaltsort in Berlin, im Beusel-Kiez oder im Nahbereich des Lageso begründen könnten. Das Vorgehen von Silvio S. unterscheidet sich deutlich von ähnlichen Fällen. Es ist für den Täter eigentlich an der Stelle ungewöhnlich, weil diese Taten, gerade Sexualdelikt oder Entführung in den Bereichen, eher aus dem täterbekannten Umfeld stammen. Das heißt, er kennt die Örtlichkeiten, er kennt eventuell sogar die Person. Er hat eine Beziehung zu dem Ort oder auch zu dem Opfer. All das fehlt hier. Vielleicht hat Silvio S. Berichte über die Zustände am Lageso gesehen und deshalb diesen Ort ausgewählt. Das sieht insgesamt auch nicht nach einer Spontantat aus, wenn dann gezielt hingegangen wird, der Wagen geparkt und alles. Sowas bedarf ja auch gewisser Vorbereitung und passiert nicht aus dem Affekt heraus. Die Geschichte könnte hier enden. Der Täter ist gefasst, Mohammed gefunden. Doch es ist nicht vorbei. Silvio S. hat gestanden, ein zweites Kind getötet zu haben. Die Pressekonferenz an diesem Tag bestreiten die Soko Mohammed und die Soko Schlatz gemeinsam. Selbst gestandene Ermittler haben Mühe, das auszusprechen, was niemand wirklich hören will und trotzdem grausige Wahrheit ist. Er hat ausdrücklich bestätigt, ja, das ist der Junge, den ich getötet habe. Und er hat auch ausdrücklich bestätigt, dass er selber den Jungen seinerzeit im Juli 2015 gefragt habe, wie er heißt. Und die Aussage des Jungen wäre gewesen, er sei Elias. Er hat mitgeteilt, dass das Kind vergraben an einem Ort liegt. Er hat eine Skizze angegeben, dort befindet sich zurzeit die Kriminaltechnik. Eine Kleingartenanlage in Luckenwalde. Hier soll Elias begraben sein. Am Eckbusch, Parzelle 27. Die Ermittler finden ein totes Kind.
Wir haben unseren Garten auch hier im Eckbusch in der Anlage, im ersten Gang auch, wo der Junge gefunden worden ist. Und das nimmt uns natürlich alle ganz doll mit. Richtig doll. Wenn Sie das ganze Jahr hierher gehen und Sie wissen, der hat es schon ein Jahr den Garten hier gepachtet und ein Kind liegt da verscharrt. Nee, also man findet da keine Worte mehr. Eine endgültige Bestätigung, dass es wirklich Elias ist, gibt es noch nicht. Und doch, das Warten, die Ungewissheit, das Hoffen, alles vorbei in diesem einen Moment. Die Ermittler sind in solchen Situationen immer besonders betroffen. Der Erfolg ist für sie wichtig, um weitere Taten verhindern zu können, dass man sich selber sagt, okay, man hat jetzt hier einen Riegel vorgeschoben, das dürfte zumindest mit der Person nicht mehr passieren. Aber Sie können sich vorstellen, wenn Sie direkt mitbekommen, was tatsächlich, gerade wenn es ein Geständnis ist, dort mit den Kindern passiert ist, und Sie hören das und erleben das, dann ist es emotional sehr, sehr stark zu verarbeiten. Fast 4 Monate nach dem Verschwinden von Elias in Schlatz ist klar, dass all die Anstrengung, die Suche umsonst war. Die Hoffnung, den Jungen leben zu finden, vergeblich. Ein trauriger Tag für Potsdam, ein trauriger Tag für uns alle. 2 Entführungen, 2 Morde an Mohammed und Elias. 2 Jungen, grundverschieden, die einfach zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Elias auf einem Spielplatz, vermutlich ein Zufall, dass Silvio S. auf ihn aufmerksam wird. Im Auto knebelt und fesselt er den Jungen, versucht ihn zu missbrauchen, der wehrt sich. Silvio S. erwürgt ihn, so steht es in der Anklageschrift. Zu diesem Zeitpunkt hat er Potsdam noch nicht verlassen. Den toten Jungen bringt er in den Garten, an seinen Rückzugsort, von dem nicht mal seine Eltern wissen. Nur 3 Monate später trifft er Mohammed. Die Abstände zwischen den Fällen scheinen erschreckend kurz. Ich glaube, die Zeit zwischen Elias, dem ersten, und dem zweiten Mohammed war deshalb so kurz, vergleichsweise kurz, weil es beim ersten Mal, wenn es denn das erste Mal war, das muss man ja mal sehen, aber es hat ja in den Augen des Täters reibungslos geklappt. Es hat ja alles funktioniert. Und es muss ihm ja auch ein gewisses Maß an Befriedigung verschafft haben. Das heißt, warum soll er sich so weitermachen, wenn es doch so gut funktioniert? Silvio S. ist bis zu seiner Festnahme ein unbeschriebenes Blatt. Er hat nie zuvor mit der Polizei zu tun gehabt, taucht zu keinem Zeitpunkt der Ermittlungen auf. Dass wir sozusagen jemanden haben, der in dem Fall noch nicht so in Erscheinung getreten ist und dann zu diesen drastischen Taten schreitet, ist eher ungewöhnlich. Also die Entwicklungsgeschichte zeigt das soweit, dass es nicht üblich ist. Die meisten Mörder haben eine kriminelle Vorgeschichte, sind irgendwann mal auffällig geworden. Hier hat anscheinend niemand etwas bemerkt. Es ist einfach passiert. Aus dem Nichts heraus ist es nur für uns, die von außen drauf gucken. Aber bei ihm ist das mit Sicherheit eine längere Entwicklung gewesen und durchaus nicht aus dem Nichts. Denn Silvio S. hat wohl vor den Entführungen zu Hause geübt, wie man fesselt und missbraucht. Doch warum tut jemand das? Was treibt ihn an? Es gibt ganz häufig auch den Fall, dass sich Männer, die eher unsicher sind, manche auch, die eher nicht so gebildet sind, die vielleicht auch einen niedrigeren Intelligenzquotient haben, dass die sich eher Kinder aussuchen als Sexualobjekt, um das mal so harsch auszudrücken, weil sie denen überlegen sind. Es ist die Frage nach dem Warum, die bleibt und die auch die Mutter von Mohammed bis heute quält. Na, grundsätzlich versucht sie erstmal die Tat an sich zu begreifen. Also die ist für jemanden, der sich nicht täglich mit Straftaten, ihren Auswirkungen und ihren Herkünften beschäftigt, sondern zum ersten Mal irgendwie mit dem Strafgesetzbuch irgendwo in Kontakt gerät, fragt sie sich grundsätzlich immer, warum hat er das gemacht? Und sozusagen der Prozess, dieses zu begreifen, ist das, was sie eigentlich treibt. Darauf wünscht sie sich eigentlich auch eine Antwort in der Hauptverhandlung, um grundsätzlich verstehen zu können, warum jemand nicht nur ihren Sohn genommen hat, sondern überhaupt ein Kind. Der Tod der beiden Jungen,
so sinnlos, so grausam. Ein Verlust, der die Welt der Familien zerstört. Der Potsdamer Stadtteil am Schlaz. Auch die Menschen hier trifft die Nachricht vom Tod der beiden Kinder. Wochenlang haben sie um den 6-jährigen Elias gebankt, jeden Meter abgesucht nach dem vermissten Jungen. Ein Scheißgefühl, weil ich bin auch eine gewesen, die noch mit dem Elias da drüben gesprochen haben. Und nachts ging es dann los mit der Suche. Und da war ich sowas von den Socken und das tut mir wirklich herzlich leid. Wir waren auch überall gewesen, alles abgeklappert, was wirklich abzuklappern hing und gemacht und getan, aber... Ja, schwer jetzt. Ich hab's wirklich vermutet. Aber dass es wirklich so ist, das kann ich einfach nicht fassen. Nee. Noch am Abend der Todesnachricht finden sich Trauernde auf den Stufen des Bürgerhauses ein. Dem Ort, wo sich die ehrenamtlichen Helfer trafen, die nach Elias suchten. Auch um Mohammed wird hier getrauert. Viele bleiben bis weit in die Nacht hinein. Und viele kommen am darauffolgenden Tag in Potsdams größte Kirche, St. Nikolai, wo Pfarrer Matthias Mieke die Angehörigen der Opfer in seine Fürbitte einschließt. Besonders denken wir an die Eltern und Verwandten von Mohammed und Elias. Wir können hier in deinem Haus eine Kerze im stillen Gedenken für sie anzünden. Aber wir wissen auch, das macht sie nicht mehr lebendig. 3 Tage später dann findet sich der Schlaz noch einmal ein vorm Bürgerhaus. Die Stadt hat zu einer Gedenkfeier geladen. Hunderte stehen zusammen im Kerzenschein. Wir stehen hier bestürzt und fassungslos über die Grausamkeit dieser Taten. Aber, meine Damen und Herren, wir stehen hier geschlossen und in Trauer vereint. Vor genau 118 Tagen war Elias verschwunden, auf einem Sandspielplatz, nur einen Steinwurf weg vom Bürgerhaus. Jetzt beginnt für mich die Trauerarbeit eigentlich, da wir jetzt wissen, was passiert ist. Und jetzt müssen wir gucken, damit klarzukommen und damit zu leben, denke ich. Es macht mich traurig, warum ein Mensch sowas kleinen Kindern antun kann. Das geht mir ganz doll nah, weil ich auch 2 Kinder habe. Und es hätte jedes Kind von uns treffen können und deswegen nehme ich halt eine Teilnahme daran. Auch das Landesamt für Gesundheit und Soziales wird für Tage Gedenkort. Mohammeds Tod berührt. Hier kommen Berliner und Flüchtlinge zusammen. Sie schweigen, beten, trauern. Gemeinsam. Ich bin absolut fassungslos. Ich bin traurig, ich bin wütend und ich bin stocksauer. Aber wie es mir geht, ist irrelevant. Ein Kind ist tot und das ist so entsetzlich. Es gibt nichts Schlimmeres. In die Trauer mischt sich Wut auf die Behörden. Ohne ihr Versagen, ohne das Chaos vor dem Amt, das glauben hier einige, hätte diese Tat niemals geschehen können. Der Tod des kleinen Jungen ist eigentlich ein Synonym dafür, wie schlecht es hier auf dem Lageso-Gelände läuft. Also, dass hier einfach überhaupt keine Struktur ist. Meine Gefühle sind mit der Familie. Ich kann mir vorstellen, wie es denen geht, weil es geht einfach nicht. Der Junge war 4 Jahre alt und es kann nicht sein, dass das hier in Deutschland passiert. Der Abschied fällt schwer und er tut weh. Mohammeds Mutter kommt nicht zur Beerdigung ihres Sohnes. Sie kann es nicht. Ich habe selber ein Kind. Es ist unbeschreiblich, wie groß dieser Schmerz ist. Das tut uns allen weh. Mohammed wird in Berlin-Gatow beerdigt, auf dem muslimischen Teil des Friedhofs. Das Gebet endet mit der Bitte um die Aufnahme des Jungen ins Paradies. Dass Gott diesen unschuldigen, reinen
kleinen Menschen annimmt und ihn ins Paradies schickt und da für ewig verweilen lässt. Ein tröstlicher Gedanke. Ein stiller Ort unter Birken. Hier in der Stadt, in der Mohammed eine Zukunft haben sollte. Die Kleingartenanlage am Eckbusch, gleich hinterm Schwalbenweg. Ein grüner, friedlicher Ort, an dem die Luckenwalder nach Feierabend und an den Wochenenden ein klein wenig die Seele baumeln lassen. Zur Ruhe kommen mit den Fingern in der feuchten Erde, sich freuen an der Blütenpracht. Jetzt, in diesen Junitagen, gibt es viel zu tun. Das Unkraut schießt. Und doch ist das hier für Anita Schmidt und Cornelia Kaczmarek alles andere als ganz normale Gartenarbeit. Ja, auf jeden Fall. So, wenn die Kinder in die Ecke bin, dann ist das was anderes. Aber man hier ist doch bewegend. Doch, irgendwie kann ich nicht anders sagen, ist bewegend. Unkraut zupfen vor einer Gedenktafel für zwei tote Kinder. Neben Grablichtern und einem Meer aus Plüsch. Auch am Eckbusch ist vieles anders seit diesem Tag am Ende des vergangenen Oktober. Werner Frenkler, der Vorsitzende der Luckenwalder Gartenfreunde, erinnert sich. Ja, das war ein bisschen kurios. Ich wohne ja nur 120 Meter von der Gartenanlage her entfernt. Und ich kriegte von einer Zeitung aus Berlin den Anruf, ich sollte mal Stellung nehmen, was hier passiert ist in dieser Gartenanlage. Ja, und ich wusste eigentlich gar nicht, dass hier die Polizei schon gearbeitet hat. Und die sind aber auch kurze Zeit später auf uns drauf zugekommen. Wir haben dann Unterlagen zur Verfügung gestellt und ich kann mich auch gut erinnern, wie dieser Garten aussah hier. Ich habe gedacht, das wird nie wieder ein Garten. Aus einer Kleingartenparzelle war damals über Nacht der Fundort einer Kinderleiche geworden. Zwischen Obstgehölz und winterharten Stauden Spurensucher von der Kripo mit der Heckenschere. Nicht nur die Gartenfreunde trifft der Fund von Elias Leiche. Luckenwalde, Kleinstadt im Fläming, ist auf einmal Tatort eines Kapitalverbrechens. Das geht hier allen nahe. Im Rathaus liegt ein Kondolenzbuch aus. Die Geschichte, das Schicksal dieser Kinder hat ja alle Menschen bewegt. Aber es ist nochmal eine andere Dimension, das muss ich ganz ehrlich sagen, dass Teile der Tat oder des Tatgeschehens in unserer Stadt stattgefunden haben. Und dann wächst die bittere Erkenntnis nach Fassungslosigkeit, Entsetzen und auch Sprachlosigkeit, dass das Böse nicht immer nur woanders stattfindet. Und dass auch da an dem Ort man sich damit auseinanderzusetzen hat. Und das ist jetzt Luckenwalde. Was soll nun aus dem Ort werden? Kein Kleingärtner würde auf dieser Parzelle wieder Rosen oder Kohlrabi ziehen. Die Stadt und der Verband der Gartenfreunde sind sich schnell einig. Aus dem Ort des Grauens soll ein Garten der Erinnerung werden. Die Datsche, unter der der Täter sein Opfer verscharrt hatte, wird komplett abgerissen. Der Boden abgetragen und Sträucher ausgetauscht. Stehen bleibt nur der alte Apfelbaum. Ich habe das Gefühl, die Menge der Leute und die vielen grünen Pflanzen haben wirklich komplett heute eine andere Stimmung hier in diesem Garten getragen. Es reinigt jetzt praktisch den Garten. Das war auch im Prinzip so ein bisschen die Aufgabenstellung, dass wir gesagt haben, hier muss eigentlich ein Ritual einmal über die Fläche gezogen werden, dass alle, auch die Kleingärtner, die hier sind, merken, es ist ein neuer Geist eingezogen. Die meisten Arbeiten erledigt der städtische Bauhof, doch auch viele Kleingärtner packen mit an. Und zu dir unheimlich leid, was hier passiert ist. Es war schade, dass wir das nicht richtig erkannt hatten, was mit dem jungen Mann los war. Aber ja, und haben wir gesagt, ja, wir sind den Kleinen schuldig, war, und den Eltern. Mit dem Wintereinbruch sind alle Erdarbeiten abgeschlossen. Eine Gedenktafel errichtet und die Anteilnahme der Luckenwalder ist nicht zu übersehen. Wir haben hier in der Nähe gleich einen Kindergarten hier.
die nutzen das auch und zeigen dann den Kindern auch die Stelle. Ja, es ist erstaunlich, dass es auch jetzt immer besucht wird, wenn man denkt, das ist ja noch eigentlich Winterszeit. Ja, und trotzdem gehen ja immer Leute vorbei, die auch mal ein paar Blumen hinlegen. Also es ist erstaunlich. Jetzt im Juni ist das dunkelbraune Rechteck grün geworden. Und die Nachbarn treffen sich regelmäßig hier zum Jäten und Mähen. Der Rasen steht wie eine Eins. Ich glaube, da wird nie Gras drüber wachsen. Man wird sich immer an die Dinge erinnern, die hier passiert sind. Ja, das hat ja auch nicht nur einen riesen Wirbel. Es ist auch für die Gartenfreunde nicht so einfach, dass mitten in einer Gartenanlage so etwas passiert. Und noch dazu mit einem Kind. Ja, das ist ja sowas von, man kann das eben nicht ausdrücken, man findet doch keine Worte dazu. Ja, und dass man hier vorbeigeht und keine Regung hat, das wird es nicht geben. An dem Ort, an dem man eine Kinderleiche fand, ist nichts geblieben. Bis auf den alten Apfelbaum. Der, sagen die Gartenfreunde, war schon am Eingehen nach der ganzen Sache hier. Ein alter, kranker Baum. Viel totes Holz. Die Äste morsch. Jetzt aber treibt er wieder aus. Im Frühjahr hat er weiß geblüht. Und im Herbst werden die Kinder von der nahen Kita kommen, zur Apfelernte.